Guten Abend, meine Damen und Herren. Genau. Ich möchte Sie auch im Namen meiner Vorstandskollegin Barbara Unmüßig und unserer Geschäftsführerin Livia Kotta ganz herzlich zum heutigen Abend begrüßen. Es ist für uns immer ein besonderes Ereignis, die Verleihung des Petra Kelly Preises. Das ist inzwischen das 9. Mal, schon eine richtige Tradition. Und in diesem Jahr hat der Aufsichtsrat der Böll-Stiftung, der gleichzeitig als Jury für diesen Preis firmiert und die eingereichten Vorschläge bewertet und daraus die Preisträgerin auswählt, entschieden, den Petra Kelly Preis 2014 stellvertretend für das Violation Documentation Center an 4 syrische Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten, sind 2 Frauen und 2 Männer, zu vergeben, die seit dem 9. Dezember 2013 spurlos verschwunden sind. Ihre Namen lauten Razan Saltouni, Samira Al-Khalil, Wael Hamada und Nazim Hamadi. Wir würdigen damit ihr mutiges humanitäres und politisches Engagement inmitten eines Krieges, in dem inzwischen an die 200.000 Menschen getötet und Millionen in die Flucht getrieben wurden. Und zugleich verbinden wir mit dieser Preisverleihung die Hoffnung, dass alle 4 bald zu ihren Familien und Freunden zurückkehren können. Das Violation Documentation Center dokumentiert Verstöße gegen die Menschenrechte und das Völkerrecht, von welcher Konfliktpartei sie auch begangen werden. Es steht mit dieser Arbeit für zentrale Anliegen der demokratischen Bewegung in Syrien, die Achtung von Würde, Freiheit und Gerechtigkeit ohne Ansehen der Person, des Geschlechts, der Herkunft und der Konfession. Die Verschleppung der 4 verdeutlicht auf tragische Weise die dramatische Situation in Syrien. Wir fordern ihre sofortige Freilassung und wir solidarisieren uns mit all jenen, die sich unter Lebensgefahr für die Einhaltung der Menschenrechte und für ein Ende der Gewalt einsetzen. Nicht zuletzt wollen wir mit dieser Ehrung an die Millionen Flüchtlinge erinnern, die in Syrien unter Krieg und Verfolgung leiden und inzwischen entweder im Land oder in den Nachbarländern Zuflucht gesucht haben. Die internationale Gemeinschaft hat der syrischen Tragödie lange weitgehend passiv zugesehen. Und erst seitdem der Islamische Staat auf den Plan getreten ist, wird ernsthaft über die Notwendigkeit und über die Möglichkeiten diskutiert, der Barbarei entgegenzutreten. Diese hat aber nicht erst mit dem IS begonnen. Schon seit Beginn der brutalen Niederschlagung der Demokratiebewegung durch das Assad-Regime waren Massaker, Bombardements gegen die Zivilbevölkerung und Folter an der Tagesordnung. Meine Vorstandskollegin Barbara Unmüßig wird gleich noch genauer auf die regionale Situation und die Arbeit der Stiftung vor Ort eingehen. Erlauben Sie mir deshalb noch einige Worte zu dem Preis, den wir heute verleihen. Der Petra Kelly Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Er wird von der Stiftung seit 1998 alle 2 Jahre an Personen oder Gruppen verliehen, die sich in, wie es in der Ausschreibung heißt, herausragender Weise für die Achtung der universellen Menschenrechte, für gewaltfreie Konfliktlösungen oder den Schutz der natürlichen Umwelt einsetzen. Wir wollen mit diesem Preis auch die Erinnerung an Petra Kelly wachhalten. Sie war eine treibende Kraft in der Gründungsphase der bundesdeutschen Grünen,
Eine herausragende Persönlichkeit der internationalen Ökologie- und Friedensbewegung und eine große Europäerin. Wer sie kannte, hat sie als eine energiegeladene, leidenschaftliche und zugleich zerbrechliche Person in Erinnerung, die mit ihrem rastlosen Aktivismus oft über ihre eigenen Grenzen hinausging. Die Solidarität mit unterdrückten Minderheiten, der Kampf für Menschenwürde und Menschenrechte war eine zentrale Triebfeder für Petras Engagement. Wir wissen nicht, welche politische Haltung sie heute zu der entfesselten Gewalt in Syrien und im Irak einnehmen würde, ob sie auch jetzt ihrer pazifistischen Grundhaltung treu bleiben oder ob sie sich der Forderung nach Waffen für die Kurden oder der Errichtung einer Schutzzone für die Zivilbevölkerung annähern würde. Es ist müßig, darüber zu spekulieren, und man soll die Toten nicht für unsere heutigen Kontroversen instrumentalisieren. Wir können aber sicher sein, dass sie laut hörbar mehr Empathie mit den Millionen Menschen einfordern würde, die verzweifelt nach einem sicheren Hafen suchen, in dem sie Atem holen und ihr Leben neu aufbauen können. Ein Europa, das seine Herzen und seine Grenzen vor diesem Drama verschließt, ist ganz bestimmt nicht das Europa, von dem Petra geträumt hat. Ich möchte abschließend noch an die bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger erinnern, die alle auf ihre Weise für die Werte stehen, für die Petra sich eingesetzt hat. Unsere ersten Preisträger, das war eine Organisation 1998, die Unrepresented Nations and Peoples Organization, die unterdrückte Minderheiten vertritt, die nach Gleichberechtigung und Selbstbestimmung streben. Im Jahr 2000 zwei indigene Aktivistinnen aus Chile, Berta und Nicolasa Quintrimann-Calpan. 2002 Ingrid Betancourt, damals eine sehr bekannte grüne Politikerin in Kolumbien, die auch lange Jahre verschleppt worden war. 2004 Wangari Maathai, Umwelt- und Menschenrechtsaktivistin aus Kenia. 2 Jahre später Juri Schmidt, Menschenrechtsanwalt aus Russland. Und sein Nachfolger war Zhang Ziji, auch er ein Anwalt aus China, ein Vorkämpfer für Rechtsstaatlichkeit in China. 2010 Marianne Fritzen, eine Symbolfigur der Anti-Atom-Bewegung im Wendland. Und der letzte Preisträger, Aleš Bieliatski, 2012, Menschenrechtsaktivist aus Weißrussland. Auch an ihn wurde der Preis in Abwesenheit verliehen, weil er damals als politischer Häftling gefangen gehalten wurde. Seit Juni 2014 ist er wieder auf freiem Fuß, was uns außerordentlich freut. Und wir werden ihn im kommenden Januar hier in der Stiftung zu Gast haben. Die Liste dieser Preisträgerinnen und Preisträger reflektiert nicht nur Brennpunkte der politischen und sozialen Auseinandersetzungen auf dieser Welt, sie reflektiert auch ein gutes Stück unserer internationalen Arbeit als Stiftung, die wir weltweit uns einsetzen für Demokratie und Menschenrechte und versuchen, die Menschen und Bewegungen zu unterstützen, die manchmal unter Lebensgefahr und oft unter sehr schwierigen Bedingungen sich für diese Werte engagieren, die letztlich die Bedingungen sind für ein menschenwürdiges Leben. Wir werden einen hoffentlich interessanten, abwechslungsreichen, vielleicht auch emotionalen Abend heute miteinander erleben.
Nach mir wird Barbara Unmüßig die Arbeit der Stiftung in der Region im Zusammenhang mit der aktuellen politischen Entwicklung darstellen. Dann wird Petra Steen aus den Niederlanden die Laudatio halten, worüber wir uns sehr freuen. Anschließend gibt es die Preisverleihung selbst und Amir Kaskas, der stellvertretend für das Violations Documentation Center einige Worte an uns richten. Und dann gibt es noch einen Film, auf den ich sehr gespannt bin und der, glaube ich, ein Höhepunkt des Abends sein wird, des syrischen Regisseurs Ali Atassi, der heute seine Berliner Erstaufführung erleben wird. Und wenn Sie dann noch durchgehalten haben, dann gibt es noch einen Empfang mit einem Budget. Vielen Dank für, mit einem Buffet. Sagte ich ein Budget? Kein Buffet ohne Budget. Also, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und das Wort hat Barbara Unmüßig. Ja, herzlichen Dank, Ralf, für deine eröffnenden Worte. Liebe Freundinnen und Freunde von Petra Kelly, lieber Amir Kassas, liebe Gäste, und vor allem möchte ich die Gäste besonders begrüßen, die aus Syrien und im Irak hier sind. Auch der Regisseur Ali Atassi ist hier. Herzlich willkommen. Und ich freue mich, dass wir viele Frauen hier haben, die heute Nachmittag an einem Fachgespräch zum Thema sexualisierte Gewalt in Syrien und im Irak hier getagt haben unter dem Dach des Gunda-Werner-Instituts. Und deswegen finde ich es wunderbar, dass Sie heute Abend hier bei uns zu Gast sind, auch bei der Petra-Kelly-Preisverleihung. Auch ich möchte natürlich dem Violation Documentation Center und den vier Preisträgerinnen zum Petra-Kelly-Preis ganz herzlich gratulieren. Es ist das Mindeste, den vier Verschwundenen und hoffentlich damit allen anderen, die in den Kellern des Assad-Regimes verschwinden oder in den Händen der Extremisten sind, Öffentlichkeit und Würde zu geben. Den zivilen Widerstand, den es in Syrien immer noch gibt und von dem wir leider viel zu wenig in der hiesigen Berichterstattung erfahren, möchten wir mit dem Petra-Kelly-Preis würdigen. Syrische demokratische Aktivistinnen und Aktivisten befinden sich derzeit zwischen Hammer und Amboss. Sie sind dem Regime ebenso wie Extremisten ein Dorn im Auge. Und sie bezahlen, selbst wenn sie humanitäre Hilfe leisten, häufig mit ihrer Freiheit oder ihrem Leben. Viele fühlen sich zudem durch die Tat und Ratlosigkeit des Westens alleine gelassen. Was können wir als grünnahe politische Stiftung mit unserem Büro in Beirut oder auch hier in Berlin überhaupt inmitten von Krieg, Not und Brutalität bewirken? 3,5 Jahre nach Beginn der friedlichen Protestbewegung sind die zivilen und demokratischen Kräfte marginalisiert. Das Land wird von Milizen unterschiedlichster Couleur dominiert. Und die fortgesetzten Luftbombardements Assads in befreiten Gebieten haben jede größere Organisationsstruktur verhindert. Wenn wir schon nicht in der Lage sind, unmittelbar die politischen und militärischen Kräfteverhältnisse zugunsten demokratischer Kräfte zu beeinflussen, so können wir wenigstens denjenigen, die in Syrien bleiben, zuhören, ihnen eine Stimme geben, ihr Engagement und ihren Mut sichtbar machen, auch hier und heute. Und wir sollten, wo immer möglich, aktive Solidarität leisten. Wir unterstützen syrische Organisationen im Libanon wie Daulati, die nie den Zugang zu syrischen Akteurinnen und Akteuren vor Ort verloren haben.
Nur über sie und über ihre mutigen Kontakte ins Land selbst und die Emissäre, die sie hin und her schicken, nur durch sie wissen wir überhaupt Genaueres über die Situation vor Ort, die sehr unterschiedlich ist, je nach Miliz, je nach Situation vor Ort, wer von wem gerade drangsaliert und beherrscht wird. Wie in jedem Konflikt ist es nur eine Minderheit, die direkt an der militärischen Auseinandersetzung beteiligt ist. Noch nicht einmal 5% der syrischen Bevölkerung sind militärisch aktiv. Im Kontrast dazu, nahezu 50% der syrischen Bevölkerung sind auf der Flucht. Die Arbeit ziviler Akteurinnen und Akteure in Syrien ist unentbehrlich. Sie sind es, die für die lokale Bevölkerung und die Binnenflüchtlinge Nahrungsmittel und medizinische Hilfe organisieren, geheime Versorgungsnetze spinnen und sich um profane Dinge wie Müllabfuhr und Verwaltung kümmern. Und auch das haben wir heute Nachmittag diskutiert, es sind mehrheitlich Frauen, die dieses tägliche Überleben vor Ort organisieren. Nach einem der verheerenden Regimemassaker im Damazener Vorort Daraya gingen Bewohnerinnen mit Plakaten auf die Straße, auf denen stand: Was immer ihr auch tut, ihr werdet uns nicht dazu bringen, von unserem Weg abzuweichen. In einem freien Syrien werden wir euch alle vor Gericht stellen. Es ist bewundernswert, dass selbst nach 40 Jahren beinharter Diktatur und ein verheerender Bürgerkrieg den zivilen Widerstandsgeist in Syrien nicht ausgelöscht haben. Wer sich mit den täglichen Morden in Syrien befasst, kann nachvollziehen, wie Rachegedanken wachsen. Umso bemerkenswerter ist es, dass viele den Glauben an eine friedliche und bessere Zukunft nicht verloren haben. Unsere Partnerorganisation Bidayat zeigt in beeindruckenden Filmen die zivilen Helden hinter den Kulissen. Und ich bin froh, dass der Chef von Bidayat, Ali Atassi, heute hier bei uns ist. Einen herzlichen Glückwunsch und ein großes Dankeschön, dass wir Partnerin von Bidayat sein dürfen. Verstöße gegen die Menschenrechte zu dokumentieren, auch sexualisierte Gewalt gegen Frauen, Mädchen, Jungen und Männer, das ist der Kern der Arbeit des Violation Documentation Centers, die wir heute würdigen. Nicht nur zeigen sie die Verbrechen des Regimes, sondern auch die Verbrechen aller im Krieg Involvierter. Ralf hat schon darauf verwiesen. Die Geschichten zu teilen, weltweite Öffentlichkeit herstellen, ist ein zentraler Aspekt unserer Arbeit, der auch im Syrien-Dossier auf unserer Website, in Veranstaltungen in Berlin, Brüssel und London oder Washington ihren Ausdruck finden. Und ich möchte hier Bente Scheller, die Büroleiterin aus Beirut, nicht nur herzlich begrüßen, sondern es ist dein Engagement, du reist durch diese Städte, ganz herzlich danken, dass du genau für diese Öffentlichkeit sorgst. Auch dir großes Dankeschön. Mit unserem Magazin Perspectives und dem Buch Writing Revolution begleitet die Stiftung den Wandel in der arabischen Welt und insbesondere in Syrien. Seit 2014 unterstützt die Stiftung überdies ein Projekt zur urbanen Landwirtschaft und das in Syrien. Auch wenn es unter anderen schrecklichen Nachrichten untergeht, weiterhin werden viele Ortschaften Syriens vom Regime gezielt ausgehungert. Ob in Yarmouk oder in Zapadini, Kreativität und alternativer Landbau sind hier nicht wie bei uns freiwillige Wahl für ein besseres Leben. Sie sind nichts anderes als schiere Überlebensstrategie. Der 15. Garten heißt das Projekt, in dem Aktivistinnen und Aktivisten aus verschiedenen Landesteilen sich zu Saatgut und landwirtschaftlichen Anbaumethoden austauschen und fortbilden. Was können wir tun in Syrien? Diese Frage wurde auch in Deutschland
bald von Ohnmacht und Verdrängen abgelöst. Zu komplex der Bürgerkrieg mit seinen verschiedenen Milizen und den schwer durchschaubaren Interessen so vieler externer Akteure. Die militärischen Erfolge des IS in Syrien und Irak haben den Krieg in Syrien nun wieder schlagartig in die hiesige Öffentlichkeit zurückgebracht. Allerdings, und darauf möchte ich verweisen, immer noch mit politischer Schlagseite des Blicks fast ausschließlich auf den Irak, mit dem Blick auf Kurdistan und auf den IS. Was Assads Regime im Windschatten der neuen Besorgnisse des Westens an Verbrechen begeht und Leid über die Zivilbevölkerung bringt, davon hören wir hier reichlich wenig. Assad wird eher geschont als angegriffen. Und auch das müssen wir uns bewusst machen, hinter der westlichen neuen Entschlossenheit zu Luftschlägen, zu Waffenlieferungen und zu humanitären Hilfsmaßnahmen seitens des Westens können wir nicht behaupten, dass es eine politische Strategie gibt des Westens gegenüber Syrien und im Irak. Es ist hilfloses Agieren. Es gibt nichts ansatzweise, was man einen politischen Prozess nennen könnte. Und es ist auch überhaupt nicht klar, welche Beteiligten eigentlich an einem Tisch sitzen sollen für einen solchen Friedensprozess. Als politische Stiftung können wir das große Ganze nicht wirklich ändern. Aber wir können hinschauen, Öffentlichkeit herstellen und mit Fachgesprächen und öffentlichen Veranstaltungen dazu beitragen, dass es Plattformen gibt, auf denen auch nach politischen Lösungen gesucht und gestritten wird. Und wir laden Syrerinnen und Syrerinnen ein, um nicht nur über ihre Köpfe hinweg, sondern mit ihnen gemeinsam zu diskutieren, wie eine Zukunft aussehen kann für ihr Land. Mit dem Petra Kelly-Preis möchten wir unsere Solidarität und Verbundenheit mit den mutigen Aktivistinnen und Aktivisten wie dich, Amir Kaskas, zeigen. Wir wollen in Gedanken bei Rasnun und Zaytuneh, Samira Al-Khalil, Wael Hamadeh und Nassim Hamadi und den vielen anderen sein, die verschleppt werden und verschwunden sind über die letzten Jahre. Wir wünschen den Vieren und allen anderen Freiheit. Wir wünschen ihnen Liebe und Zärtlichkeit. Und ich hoffe, dass wir sie überhaupt wieder sehen werden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich nun, dass ich Ihnen Petra Stienen vorstellen kann. Sie ist die Laudatorin für die vier Preisträgerinnen. Petra Stienen ist Autorin und Beraterin. Sie hat Islamwissenschaften studiert und arbeitete einige Jahre im Nahen Osten für die niederländische Regierung als Diplomatin. Sie hat über 5 Jahre auch in Damaskus gewirkt und gearbeitet. Und ich freue mich, dass sie immer sich auch in ihrer Funktion als Diplomatin für Menschenrechte in der Region eingesetzt haben. Sie hat bereits und sehr ahnungsvoll 2008 ein Buch geschrieben mit dem Titel Dreaming of an Arab Spring. Petra Stienen wurde 2011 mit dem Women in Media Award für ihre Berichterstattung über den arabischen Frühling in Funk und Fernsehen in den Niederlanden ausgezeichnet. Thank you, Petra, for joining us tonight. The floor is yours, and I'm looking forward to listen to you. Thank you for being with us. Danke schön. مساء الخير. كنت بفكر ألقي الكلمة باللغة العربية، لكن في ناس اللي ما بيفهموا المترجم من هلا وبيفكر يعني شو عم بتقولي هي؟ I was speaking Arabic, sorry, translators. Ich habe mir auch überlegt, weil ich das, wenn ich das in Deutsch machen könnte. Mein Deutsch ist fließend, aber fehlerhaft. Und zum Beispiel, ich habe die Sendung mit der Maus öfters gesehen, aber das reicht nicht, wenn man auf Serien spezialisiert ist. So, ich werde Englisch reden. Keine Panik da. We do exist. When does the world start believing in us?
What would I do? As a 16-year-old girl, I saw the movie The Girl with the Red Hair. It's a Dutch production about Hanni Schaft. She's one of the most famous heroines of the Dutch resistance during the Second World War. At that time, as a 16-year-old girl, I was touched by the courage of this woman to rise up against the occupier and to fight for the liberation of the Netherlands. I remember a Dutch discussion in class. What would I do? What would I do when an occupier comes to your country? What would I do when a dictator prevents you from speaking out? For Razan Zaytouna, Samira El Khalil, Wael Hamada, and Nazim Hamadi, this has never been a hypothetical question. Long before the Syrian revolution started in 2011, the question, what shall I do, was part and parcel of their lives. I have never met Samira, Wael, and Nazim. I know Samira a little bit through the conversations I had with her husband, Yassin Al-Hajj Saleh, and through what we will see later tonight, the movie Our Terrible Country, Balatna Arahib, by Ali Atassi and Ziad Homsi. So please forgive me if in this speech I focus on the one person I have met and who helped me to understand the human rights situation in Assad, Syria, when I worked there as a diplomat between 1999 and 2004. And I remember when I met Razan for the first time, it was in the office of Haysam al-Malek, one of the other well-known human rights activists. And at first, she came across as a shy person. But anybody who has met Razan knows that there is a burning fire under that shy demeanor, a burning fire for human rights. In the following years, Razan became one of the most prominent lawyers defending the rights of political prisoners. She founded organizations such as the Human Rights Association in Syria and the Syrian Human Rights Link, Syrian Human Rights Information Link. In everything she did, she focused on the importance of documenting human rights violations in Syria, hoping that one day there would no longer be impunity and that the reign of fear would end. Now, what do they do? I wasn't surprised to learn that Razan played a pivotal role in the Syrian revolution. I felt it was almost as if throughout her whole professional life she was preparing for this moment. Together with many other activists, she founded the Violation Documentation Center and co-founded the local coordination committees. At the Violation and Documentation Center, they tried to document violations and human rights abuses committed, as Ralph already said, by all sides, be it the Assad regime, the opposition, or the extremist groups. She, her husband Wael, her friends and colleagues Samira and Nazim, as well as many other activists, worked with civil society organizations in besieged Eastern Ghouta. And they understood that real revolutionary work asks for contact with people in the street. We all talk about the Arab Spring. I have to say that I don't like the term any longer, because who can decipher revolutions by using the four seasons? It's a beautiful piece of music, but I don't think it's enough to explain what happened in the Arab world. We need more than one season, obviously. But they understood that when you want to wage a real revolution, you need to work with people in the street, the people who have suffered for so long under the Assad dictatorship. The activists did the same as the resistance heroine Hanni Schaft of my youth. They spread information, they coordinated demonstrations, they took care of the wounded and provided humanitarian aid wherever possible. And as I said, clicktivism was not their part of the game. Tweets and Facebook, they are means to an end and not the ultimate goal of a revolution. But I was in London last week, and I asked my friend Dima Shukr, who works for Al-Arabiya Jadid, and I said, when I want to talk about Razan, is there anything that stands out in your mind? And she said, you remember when she already went into hiding? She would post pictures of cats on her Facebook page. And I remember this. It was a time when darkness really hit, when the revolution became more violent, that every now and then Razan would post a picture of a cute cat somewhere in the streets of Damascus, or Aleppo, or in Ghouta, as if she wanted to say,
This cat is a symbol of life. As I said, the Violation Documentation Activists knew that conventional and social media and digital activism should always be a means to achieve wider goals. For them, this was to collect and share data about human rights violations in order to end the impunity of human rights abuses in Syria. And thank you, Barbara, for mentioning the role of women, because I think Razan is not only a symbol of the Syrian revolution as a non-violent movement to change the Assad regime, she also became a symbol of the many, many women who play a part in this revolution. And it's great to see Maria over there. I know that you and Summer have been working together with Razan and her team, and I hope that one day we will all have lunch in Damascus and be happy. In the center in Douma. In the center in Douma, we agreed on that. Whenever possible, Razan tried to convey to the Western media the message that the Syrian revolution is a peaceful, non-violent movement of people who want nothing but free themselves from this horrible dictator. For her relentless efforts, she was awarded the European Parliament's 2011 Sakharov Prize for Freedom of Thought. And in the taxi over here, Ali and I were discussing, we need to work on the European Parliament. I will meet Marietje Schaake, who is a member of my political party, D66, on Saturday, and will make sure that she will read my speech, all your speeches, and will ask Federica Mogherini what she will do about freeing the four of Douma. But anybody who knows Razan knows that Razan is not at all, I'm sorry to say, interested in awards. Yes, a friend of mine asked her once whether she wanted to be nominated for a prestigious Dutch human rights prize, the Dutch Human Rights Tulip. And she told me that Razan immediately mentioned other names because she didn't want to be honored for something she feels, I'm sure she feels it still today, is a normal thing to do. In one of my last email exchanges with Razan before she was abducted, kidnapped, before she disappeared, I asked her what kept her going. She answered, and I'll read it, "I'm working towards the dream of tomorrow. I cannot give up out of respect for everything that generations of Syrians before me had to go through." Now, what can we do? This question was already asked by Ralph and by Barbara. This is a question I'm sure many of you ask yourself as well. What can we do? And I must admit, when I was asked to give this speech, at first I was hesitant because I really don't want to take away the voices of the Syrians. But then I realized that my voice is towards the European audience. I realized that here we have to emphasize the importance of solidarity between European activists, audience, authors, advocates for human rights, because I believe, as Ralph has already mentioned, that what's happening in Syria is also about who we are as Europeans. Because how do we react as citizens of Europe when a country on the other side of the Mediterranean is fallen to a civil war, whatever you want to call it, a terrible war it is indeed. This is not the place to discuss whether the international community should have intervened militarily. But I believe that this is the place to ask ourselves whether we, as citizens, can pressure our governments into being more strategic in their policies towards Syria. Because I believe that in their policy, they should include the voices of activists such as the Douma 4 and the others who indeed we seldom hear in our media or anywhere else. I think we should ask our governments, what do you do? And of course, when I mention international community, I talk about the Europeans, the US, the so-called like-minded countries, because it's obvious that the governments of Russia and China are not real good friends of the Syrian people. What support was given to people, activists such as Razan, Samira, Wael, and Nazim? Shouldn't we regret the lukewarm and at times rather ice-cold reaction of this international community during the first months of the Syrian revolution, when many obviously did not believe that the Syrian people could succeed, where too many of our politicians, policymakers, and public opinion folks were taken in by the public image Bashar al-Assad and his Asma created for themselves, that of a secular regime, between brackets, that would protect religious minorities and women?
How can people still believe this? I really wonder, how can they still believe that this is a secular regime that protects religious minorities and women? After 4 years, during which this regime committed murder and atrocities, used chemical weapons against its own people, after the regime's tacit support of a terror nobody seems to be able to stop, after millions of refugees that had to flee to neighboring countries. Nowadays, apparently less people leave Syria, but there's no reason to be cheerful about this, because when we think of the millions of displaced people inside Syria, people who have lost everything and very often have no access to humanitarian help, when borders are being closed, where do they go? The Assad regime will not allow humanitarian aid in the north or in places such as Yarmouk and other areas under siege. I think what we're seeing now, the regime's killing machine, the inaction of the international community, has somehow created more attention for the organization I call Daesh. I don't like to call them Islamic State. I feel somehow they deserve neither one of the terms, neither Islamic nor state. But we in Europe, we're very afraid of the potential return of jihadists, the guys and some girls of the neighborhoods who leave to Syria to fight against Assad in a way I think is not really helpful, to say the least. But can we imagine what these groups are doing to the communities in Syria who are submitted to the terror? I mean, we are afraid of hundreds of people coming back. People in Syria are faced with this terror every single day. So I reiterate my question. What can we do to support the civil society activists in Syria? Where is this long-term strategy in the European capitals? How many of the millions that went towards Syrian civil society were actually spent on strengthening the capacity of Syrian organizations and activists? Initiatives supporting the Syrian Opposition Council, the Assistance Coordination Unit, local governance initiatives, or moderate armed groupings were mostly short-term and erratic. And you know what I find remarkable? European donors, many of you who have worked with them, will emphasize transparency, sustainability, planning, but do they do it themselves? Obviously not. Well, and I think it would be wrong to think we cannot do anything. I think it's actually really simple. I think we should start to trust Syrians and support them, because I think Syrians are perfectly capable of making their own future. And I believe strongly that the international community has to open its eyes and begin to realize that there is a third Syrian narrative, that of humanity that Syrians share with all of us here present in this room and beyond. Yassin El-Hajj Saleh, one of the people portrayed in the movie of Ali Atassi and Ziad Homsi, he said to me, "The West does not see us. Therefore, we have to submit evidence that we exist." "We do, I swear," he added to my sentence when I send him the text of this speech. Well, the question is, are we willing to accept such evidence? Because it's remarkable that every post of Syrian civil society activists on YouTube, on internet, every post we see on, for example, the Dutch news, is always, "Well, we cannot verify whether this is true information." I never hear this when people post the beheading movies by Daesh. Obviously, all the information is verified, and that's considered to be the truth. It's weird that the video Razan recorded a few days before her abduction has only been seen 6,000 times. Why is that? I will tweet it tonight, and you can retweet it. Maybe we can get more attention. Because then I wonder, are we really more interested in seeing YouTubes of beheadings than the calls for freedom by courageous Syrian civil activists? So I feel we have to highlight this other narrative, this narrative that juxtaposes the two narratives we see every single day. I mean, you've both already talked about that a lot. The narrative of Assad, the devil we know, versus the narrative of
the men with the beards that were unknown devils a couple of months ago, but by now we know what they can do. And yes, I can understand that the people in the Netherlands, in Germany, in Belgium, in France, in United Kingdom are more concerned about things that are closer to their home and that they might be more afraid about jihadists coming to their cities. But do we really, really ignore the fact of the horrible atrocities, what's happening to the Syrian people? It has been said before already by Ralph and Barbara. The voices of fear and the deeds of hatred and cruelty of Daesh are on our news every single day. The voice of the dictator responsible for over 200,000 deaths among his own people. For me, that's more than a whisper of the devil we know. So, there is a third story to be told, and I think we should start today. And there's a campaign starting today. Maybe Amir will say something about it as well. A campaign that will last until the 9th of December, the sad anniversary of the abduction of Razan, Samira, Wael, and Nazem. This campaign wants to raise awareness about their plight and the plight of so many other people who have been who have disappeared under the horrible regime of Assad, the Islamists, the jihadists. This campaign wants to call on governments and the European public to exert pressure on countries that might have leverage over the presumed kidnappers of the four activists. So I hope indeed that the Petra Kelly Prize of the Heinrich Böll Foundation will help to draw more attention to the story of Razan, Samira, Wael, and Nazem for, and their work for a better, more just, and free Syria. Because it is indeed time to tell this other story, to listen to the voices of people who represent what many Syrians wanted when the revolution began, a very simple demand, a life in dignity, a life in freedom. Once we have listened and heard what they want, we can start to act, and we can help to promote the work of the Violation Documentation Center. It's tempting to say violence because they're documenting, of course, horrible violence, and Razan and her colleagues. And it is very difficult at the moment for this center to work in Syria. But we have to continue to support them morally and financially in whatever way is appropriate to their work. Because one day, inshallah, as they say, the war in Syria will end. And then it will be up to the Syrians to rebuild their society. And I think we can start to support their vision of a new future by giving real long-term support to Syrian civil society organizations and activists inside and outside Syria. And I commend the work of the Heinrich Böll Foundation because even when I was a diplomat, I already felt that these kind of organizations, which show the solidarity between European people and the people in the Arab world, have this long-term vision, which at times is lacking among governments because they want to win elections and then they forget about what they promised the day before. So don't run for politics, please. I will. One day, I hope indeed that we will have this lunch, Maria, in Douma, and we can tell Razan, Samira, Wael, and Nazem, you may have been away for a while, but your work has continued because we did believe in what you stand for. To conclude, I spoke to Yassin Al-Hajj Saleh last Sunday over Skype, and I asked him, tell me about Samira. And I could talk for an hour, because he told me a lot about Samira. But he told me one thing I want to share with you. He said, you know what makes her so special? She loves solitude. But at the same time, she's an amazing listener. She will encourage people to speak about what's in their hearts. They love her because of this. And I dare say that I speak from all of our hearts when I say we hope that one day, rather sooner than later, we will be able to tell Samira, Razan, Wael, and Nazem, and the tens of thousands of other prisoners of conscience arrested by the thugs of the regime or kidnapped by extremists, that we have continued to work in their spirit, that we have continued to work in their spirit, together, Syrians and their European friends, towards a Syria that is free and just to all its citizens. Thank you for your attention.
würde jetzt gerne stellvertretend für Razan, Samira, Wael und Nazem, Amir Kaskas als Vertreter des Violation Documentation Center auf die Bühne bitten. Und ihm. Wir überreichen ihn hier mit dem Petra Kelly Preis 2014. Wünschen Ihnen, Ihren Freunden und Mitstreiterinnen viel Kraft, alles Gute, viel Glück. Und wir hoffen, dass wir uns hier oder wo auch immer gemeinsam mit den Preisträgerinnen wiedersehen und ihre Freiheit feiern können. We'd like to take another photo with flowers. Your Excellencies, distinguished guests, dear friends. It is a very compelling moment for the Violation Documentation Center and its members to be receiving this recognition. Knowing that as we speak, another brutal day has just ended in Syria. Some of you may have lost count of the numerous butcheries that have been taking place in my country. But this week, it is the turn of Raqqa, where initial reports indicate a staggering number of over 200 casualties in the last 3 days. Of course, due to aerial bombing by the Syrian government's air force. Raqqa, as you may know, is also the city where its people have been at the ruthless mercy of the Islamic State, or Daesh, as you said, for many months now. As I receive today this prestigious Petra Kelly Award on behalf of the families of Razan, Nazim, Samira, and Wael, I still cannot stomach their enforced disappearance, and neither can all of my colleagues at the VDC. Razan, Samira, Nazim, and Wael, whom we celebrate this evening, have left a huge cold void in all of us. Their absence haunts us, and we keep wondering what we could have done to undo that horrible evening, and what we can do now to ensure their safe return. Like tens of thousands of promising youth, our four colleagues have disappeared into a black hole in Syria because of their work of documenting the violations committed against basic human rights in my country. Also, like tens of thousands of men and women who are unaccounted for. Their absence feels like an absence of hope, hope of a new Syria that respects its citizens, their liberties, their rights and dignity. The absence of a Syria that is moderate, talented, capable and tolerant. After years of documenting human rights abuses by the Syrian government, Razan and her colleagues saw the need to document abuses by forces that claimed to oppose the government and raise awareness in international humanitarian law in the Syrian community through Wathiq documented campaign. As the Syrian conflict unfolded, human rights violations were no longer restricted to one party like they were on the first of the uprising in 2011. An abuse is an abuse, as Razan used to say, and remind her colleagues. And our duty is to keep record for the future, for the day where accountability and justice will give the Syrians what was taken from them.
That is what keeps the VDC going. The prospect of justice, the prospect of accountability, and the day when Syrians will bring perpetrators of crimes to court and hold them accountable for their horrible acts. The Syria Razan and her friends hoped for is a Syria where the law is sovereign, justice is blind, and victims are compensated for the harms they were done. On behalf of the families of Razan Zaytouneh, Wael Hamada, Samira Al-Khalil, Nazim Al-Hammadi, it gives me immense honor to accept this prize as a token of your recognition for the work and the credibility of the Violation Documentation Center in Syria. I thank you. Vielen Dank, Amir. Und vielen Dank auch an Petra Stien für eure sehr bewegenden, sehr persönlichen und sehr politischen Worte. Und auch, wenn Razan und ihre Kolleginnen vielleicht gar nicht gerne im Rampenlicht stehen und Preise entgegennehmen wollen, dann ist dieser Preis aber eben doch kein Selbstzweck. Er ist auch ein Mittel, um Öffentlichkeit, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und um Solidarität zu befördern. Er ist eine Ermutigung, hoffentlich jedenfalls, für diejenigen, die diese Arbeit weitermachen und vielleicht auch eine kleine finanzielle Hilfe. Und insofern ist der Kelly-Preis auch Ausdruck von etwas, was man früher vielleicht grüner Internationalismus genannt hätte. Nämlich eine internationale Solidarität zwischen denen, die im Osten und im Westen und im Norden und im Süden unter sehr unterschiedlichen Bedingungen, aber doch für die gleichen humanitären Werte und Ziele streiten. Das ist, glaube ich, das, was wir tun können und was wir versuchen, so gut es geht, zu tun. Ich möchte mich noch ganz herzlich bedanken bei Michael Stonjenko und seinen Kolleginnen und Kollegen, die diesen Preis und die heutige Veranstaltung vorbereitet haben, wie immer ein hervorragender Job, und bei allen anderen, die mit dazu beigetragen haben. Jetzt kommen wir zum cineastischen Teil des Abends. Wir werden gleich sehen den Film, den Dokumentarfilm Our Terrible Country von Mohammed Ali Atassi und Sia Tomsi. Ali Atassi ist heute Abend hier, wird auch gleich einige Worte zu seinem Film hier sagen. Sia Tomsi ist aus familiären Gründen leider verhindert. Aber bevor ich Ali bitte, seinen Film hier kurz zu präsentieren, werden wir noch eine kleine Hommage sehen an Razan Zaytouneh. Ich bitte um eine Minute Aufmerksamkeit.
Thank you. Actually, this 1 minute movie, it was done by a friend of Razan who still lives in Ghouta in Douma. And this is her office, and it was left exactly like it was when they come and kidnap her with Samira and the others. Then we just did the editing and with Bidayat, and it's dedicated to Razan. I will not talk a lot about the film. You will see it later. Just I want to thank Hanish Bell to invite us. We are a partner and we are proud to work with Hanish Bell. We share the same value. It's a great opportunity. You talked about the ordinary or let's say the unknown hero. I want to just ask Anas, what if Anas Daia and Roshak? Because you will see later Anas and Roshak in our film. It's by accident that they are today here with us. I didn't know that Anas, he crossed all Europe and he's now with us. Then you will see it in the film, and I am so happy that they are here. Just one word before that we see the film when we did this film, when we start to work on this film, we didn't know if we want to make a film. It was when Yasin and Samira arrived to Douma and we want to document their life. There was care for Yasin, for Samira and Razan. What's happened later, you will see it in the film. I work with Ziad. Ziad worked from inside, from Douma, and I was in Beirut, and we met all together in Raqqa. And later you will see the end of the film, how we'll finish. I want to just say two words about, it's not a film on Yasin Harsaleh. It's on the, as an intellectual, as a writer, it's about the human being, about the relation between Yasin and Ziad. We went to a lot of festival and we showed the film, we get prize. It was always a little bit difficult because we are dealing with the story of a friend of us will still going on in a very dramatic way. And sometime in festival we are celebrating prize, etc. But the real life, it's so difficult. And I am so happy that we are here tonight showing the film, because it's completely different, and it's a real honor for me and for all the people who work for this film, because it's important for us to bring the story of Razan, Samira, and the other, and to be here with this honor prize. It's for us, it's also a big honor. I want, before to finish, also to thank my colleague Christine Lütisch, because we talk about Bidayat, and she is the our Syrian German part in Bidayat, and she helped from the beginning a lot the Syrian to do their film. Bidayat is the work of a lot of young people, young emergent artists. It's also a work of Christine, who tried to coordinate and to make it possible for all of us. Thank you so much.